Wir nutzen die Sommerpause weiter ab und begrüßen zum Depressions- und Burnout-Seminar die arbeitslose Wunderheilerin Dr. Sigmunde Freudlos. Lass hören, Häschen. Für Ihre Heilung ist es wichtig, mit kleinsten Anzeichen von Wahnsinn ganz offen umzugehen. Fühlen Sie sich heute frei, sich Ihre persönlichen Probleme von der Leber wegzureden? Meine Leber ist okay, aber ich habe Borderline und gehe zwanghaft mit einer Kalaschnikow an der Zonengrenze auf und ab. Ich habe Depressionen. Ist doch okay, solange du da keine schlechte Laune von kriegst. Spüren Sie, wie die kosmische Energie Sie warm durchströmt. Hallo, ich heiße Guido. Mein Hobby ist die Politik und ich bin seit über 32 Jahren geltungssüchtig. Das ist doch noch gar nichts. Ich bin Sülze und Frittenfett abhängig. Ich bin Strümpfeschnüffler. Ach du Scheiße, das ist ja alles noch viel schlimmer, als ich dachte. Außerdem bin ich eine multiple Persönlichkeit. Wieso denn? Ich sehe überall mich. Gerade jetzt stehe ich da vorne auf dem Rednerpult. Hören Sie sofort auf. Sie machen mir Angst, Genosse Lesterdelle. Naja, dann will ich mal nichts gesagt haben. Spüren Sie, wie der Irrsinn Sie langsam loslässt. Also ich nicht. Klapp die Kauleiste zu, du Psychopathiluder. Ich hab genug gehört. Die Merkel steckt uns bestimmt alle ins Ehrenhaus, Moppelchen. Ach was, ich find einfach nur arschgeil, dass ich jetzt weiß, wen ich vor der nächsten Wahl wegen seiner irreparablen Vollklatsche erpressen kann. Abgemacht. Und alle, die noch Restpeilung haben, treffen sich gleich zur Medikamentenausgabe und zum Methadonrauchen hinter der kleinen Turnhalle. Wir sind eins. ARD.